Willkommen zurück zu Baldur's Gate Siege of Dragonspear. Ja, Freunde, da stehen wir nun wieder und ich habe meine... Ach ja, stimmt ja, ich wollte ja eigentlich noch was... Ach, egal. ich habe meine Androhung... Ne, Androhung ist das falsche Wort. Ich habe meine Ankündigung jetzt wahrgemacht und habe endlich mal wieder einen Gast. Und ich freue mich sehr, dass er dabei ist, denn er ist momentan ganz, ganz fleißig in den, Kommentaren und ich wüsste manchmal nicht, was ich ohne ihn tun würde. Hallo, Andumir. Ja, hallo und schönen guten Tag alle zusammen. Ja, es freut mich, dabei zu sein. Freut mich auch für die jetzt kommenden zwei Parts, wirst du mich ein bisschen hier unterstützen. Und ja, für dich ist da auch kein Zeitsprung drin, also alles, was schon da ist, ist auch online. Das hast du wahrscheinlich gesehen und kommentiert, soweit ich das schon weiß. Genau. Und auch ja schon ein bisschen weitergespielt, ne? Genau. Genau, das ist natürlich immer vorteilhaft, wenn man es gerade erst selbst frisch gespielt hat, dann hat man dann natürlich noch die besten Erinnerungen daran. Und ja, ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz fett einfach bedanken, dass du mir so viele Tipps gibst, die wirklich sehr, sehr hilfreich sind, auch wenn ich nicht alle Tipps immer umsetze. Ja, ja, du, das musst du dann selber wissen. Genau, genau. Aber ja, da mal schauen, wie es sich so entwickelt. Ja, eben. Ja. So. Ja, ich kann dir auch gleich noch einen Tipp geben. Gerne. Verbrate nicht alle Feuerpfeile, du wirst dringend gebrauchen. Die Feuerpfeile, ja, ich habe schon gemerkt, wie gut die sind. Ja, aber du wirst sie speziell gebrauchen noch. Mhm. Also nur so viel. Und ich habe mich halt pleite gekauft an die Pfeile, weil die so arschteuer sind. Oh Gott, ja, okay. Ist ja alles so teuer geworden. Es ist echt da, ne? Arschteuer, ja. Ich vermisse so meinen alten Kontostand, da hast du recht. Du hast mir den letzten Kommentar und auch im vorletzten geschrieben wegen diesem Lebensentzug. Der ist mir natürlich dann auch aufgefallen, minst nur noch 33 Lebenspunkte. Ja. Das ist schon böse. Wie kriege ich den denn eigentlich los? Ich muss blauen Zauber, ist das. Guck mal beim Kleriker oder okay. Bei jetzt, guck mal eben ins Buch, ja genau, bei Viconia. Mhm. Da muss ich mal gucken. Hab's. So, irgendein blauer ist das. Rüstungsschutz. Da weiter nach unten scrollen, damit ich sehen kann, was da unten ist. Nicht mehr fair. Nee, da ist sowas nicht bei. Rindenhautstärkung ist auch nicht. Stärkung ist auch nicht dabei. Okay. Nee, ist auch nicht dabei. Also Krankheit ist unten. Auch nicht. Nee, auch nicht. Unten kommt auch nichts mehr. Nee. Das war irgendwas mit Personen. Aha. Ich weiß nicht mehr, wie der Zauber heißt, Mensch. Ich hätte mal vielleicht selber vorher gucken sollen. Irgendwas mit Personen... Irgendwas... Warte mal, heilige Kraft. Das gleich... Ach nee, das war's auch nicht. Auch nicht, nee. Das ist dann auch nicht. Schutz vor negativer Energie, was ist das? Bandzauberschutz? Nee, nee. Das war irgendwas anderes. Ja, und 5 hat sie noch nichts. Wir können mal kurz in die... Die Bücherdings gucken. Moment, gehen wir mal hier raus, noch mal da rein. Ob wir die als Schriftrolle einzeln vielleicht da rumfliegen haben. Ja, zweifle ich zwar, aber. Schutz vor Versteinerung, Furchtbann, Unauffindbarkeit, Spiegelbild, Verschwimmen. Die muss ich mal identifizieren. Blauer ist das, ne? Blauer Zauber, da brauchst du nicht bei den anderen gucken. Genau. Da ist wieder einer. Nee, das ist auch nicht. Hier haben wir handlungschaotische Befehle, nö. Ja. Ah, das ist echt mies, wenn ich die nicht hab. Ja. Schwere Wunden heilen, das ist die Schriftrolle, die kannst du im Kampf benutzen. Stimmt, die könnte ich dann mal benutzen. So, habe ich hier noch was drin? Ne, nur ein paar Schutzwaffen. Ja, sonst musst du das heilen lassen bei der Heilerin. Aber das bei der Heilerin, Deswegen hatte ich dir ja auch angeraten, kauf dir ein paar Wiederbelebungsrollen, weil die kostet, glaube ich, 600 oder 700 und bei ihr kostet das Wiederbeleben 900. Ah ja, also ja. Immerhin sparen. Ne? Die habe ich ja gekauft, also da ja, hab haben wir ja auch einmal eine benutzt. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal mit dem Lebensentzug halt leben. Ich muss gerade so überlegen, das letzte Mal habe ich noch schnell das mit dem Schlüssel da geholt. Wollte ich eigentlich wieder ins Geschehen zurückgehen. Nehme ich nochmal stark an. Ja, du hast auch sowieso noch was Wichtiges dabei, was man auch brauchen wird. Ja. Das hast du auch gefunden, aber drinnen gefunden. Mhm. Okay, aber bevor wir voranschreiten, es hat sich ja ein bisschen was textmäßig angesammelt. Und da werde ich es dann dir dann gerne überlassen, diese zu lesen und vielleicht auch in Kürze zusammenzufassen, um was es da überhaupt geht. Ja, wenn ich das alles hinkriege, also normalerweise gucke ich fast nur englische Sendungen und sowas alles, aber
Hier sind oftmals in Spielen, habe ich auch schon in anderen gemerkt, da sind Wörter bei, die habe ich noch nie gehört. Ja, also. Das kommt auch vor, ne? Also muss es ja auch nicht 100% wortgenau geben, so eine kleine Zusammenfassung, damit wir, also. Ja, beziehungsweise ich zu den weiß, Büchern. Damit, ja. Mhm. Da möchte ich jetzt sagen: okay. Zwei Stück, die gehören zu einem Rätsel, was du noch nicht entdeckt hast. Ah, ja, okay. Die sollten wir vielleicht dafür aufsparen. Okay, welche sind das? Das ist, das habe ich mir nämlich damals notiert, das Philosophical irgendwas mit Treat und Tome of Ancient Knowledge. Okay, Moment, da gucke ich mal. Das habe ich das schon. Habe ich das? Hier. Nein, das nicht. Genau, das ist. Das ist es? Das ist das eine. Philosophical Treat heißt okay. Da. Okay. Das eine. Und das da? Und das ist das andere, genau. Okay. Die gehören zu einem Rätsel. Okay, dann lesen wir die zwei erst, wenn das Rätsel kommt. Okay. Dann würden wir mal die anderen Bücher anfangen, würde ich vorschlagen. Ist das nicht so viel? Nee, das ist ja... Okay. Das ist ja harmlos. Mud and Mishandling have rendered his once handsome volume all but unreadable. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht alles so richtig. Also unlesbar. Mhm. Wird das Mud? Mud have rendered his once. Also das Mud. Vielleicht ist das ein Typ. Mhm. Der hat das irgendwie falsch behandelt. Mhm, ja, stimmt. Mud. Ja. Ne? Und ja, weil alles unlesbar ist. Mhm. Judging from those few snippets that remain legible, the book appears to detail the life of a young boy who would one day rise to become sorcerer king of the Netherese enclave Yixidur. Moment. Judging? Judge ist Gesetz oder was? So snippet, das Snippets, das habe ich, weiß ich jetzt nicht. Aber es scheint ja kein Story. Also das zu handelt sein, ne? Von einem, das handelt von einem kleinen Jungen. Du kannst das nochmal aufmachen. Ja. Das den Rest da kann ich von einem kleinen Jungen. Also detailliertes Leben, dass er eines Tages zum Sorcerer King wird. Mhm. Von diesen Nazareth. Mhm. Okay. Naja, gut, die Geschichte von so. Ja, okay, aber es scheint nichts wichtig. Es sieht halt wichtig aus, aber es ist so. Ja, man muss ja auch dazu sagen, also ich habe ja das Add-on gekauft, weil ich bei dir geguckt habe. Ich wollte es erst nicht kaufen. Mhm. Und weil ich das gut fand. Und jetzt habe ich vorgestern bei RP Guides geguckt, wer bei BioWare eigentlich noch alles dabei ist. Der macht immer so schöne Reportagen über die alten Studios. Mhm. So, und da ist dieser, jetzt vorhin wusste ich den Namen noch, jetzt ist er mir entfleucht, der jetzt hier Beamdog gegründet hat. Das ist ein ehemaliger Führender von BioWare. Ah, ja. Und im Laufe von 2007 bis 2009 sind ihm 5 Leute nach Beamdog gefolgt. Mhm. Das heißt, da sind da 6 Leute, die früher auch am Baldur's Gate mitgearbeitet haben und die jetzt auch das Add-on gemacht haben. Und ich finde, das merkt man. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Das ist vor allen Dingen gut zu wissen auch. Mhm. Ne? Oder interessant zu wissen. Das ist echt schön, dass da doch so die alte Seele noch vorhanden ist. Ja. Damals in Wälder. Also wie gesagt, ich würde vorschlagen, erstmal komplett lesen und dann einfach nur in Kürze zusammenfassen. Ja, nicht so. Okay. Gut, fange ich mal an. Okay. Inside a leather folder embossed with the word Lich are several pieces of parchment written in a variety of languages, most of them foreign to you. To sheet a legible thought. The first written in a spidery hand reads as follows: To complete the ritual of becoming the subject's souls must be placed into their desired phylactery. Ach, das hat wahrscheinlich was mit den Stäben zu tun. Mhm. Wie viel hattest du schon? 2 jetzt? 2, ne? Stück, ja. Ah, 3 brauchst du, gut. Die da platziert werden müssen. So, either by the subject of the magician performing the ritual. After the etheric self has been safely stored, the physical changes required by the subject's
Impending State can begin. Also das beschreibt dieses Ritual, was da gemacht werden muss. Okay. Magical energy absorbs much of body's moisture, skin shrivels and often changes color, giving the subject a corpse-like appearance. The subject may experience some physical or emotional discomfort as the changes take hold, but so long as their spiritual self is bound to its phylactery, there is no danger of its physically perishing. In fact, once the transformation is complete, the subject's continued physical existence can be only ended via the phylactery's destruction. So, das ist der Absatz da. Mhm. Ich weiß schon, was er da meint. The writing on the second parchment, neater and more easily read, is quite possibly a professional scribe's work, presumably a copy or transcription of another words. One the... Oh, wolltest du scrollen? Oder? Yes. Ja, gut. One, the matter of phylacteries. The phylactery is simultaneously the source of the Lich's greatest power and its greatest, indeed its only significant physical weakness. Any independent Lich should take pains to ensure his phylactery is kept secure at all times. Thought no strictly necessary. The transition from mortal to Lich is more easily achieved if the item which will store the transformer's soul, i.e. the phylactery, is something with which they are familiar. This is particularly the case in rituals of becoming that are performed by a party other than the one undergoing transformation. Ja, das geht um diese, das geht also um deine drei Stäbe da, die du da reintun sollst. Kannst du nochmal nach oben, damit ich da nochmal kurz sehen kann, ob ich da noch was. Das komplette Ritual, also das ist klar, das beschreibt er, du musst die da reintun. Mhm. Die Stäbe must be placed. Nee, Moment, the subject, die ausgewählte Seele muss in diese Phylakterie platziert werden. Okay, eine Seele. Das klingt aber gefährlich, oder? Ich meine. Ja, ich weiß schon, was da kommt. Okay, lass uns überraschen. Das geht darum auch, dass du den irgendwie fangen musst da. Ach so, da brauche ich noch so jemanden, okay. Und dann musst du den irgendwo hinbringen. Und ich weiß auch, was das ist. Das ist eine Teil, was du schon gefunden hast. Mhm. Das war bei mir. Also ich habe das dann benutzt und das hat ein paar Mal gedauert, bis es geklappt hat. Ja, das werden wir dann ausprobieren. Noch fehlt ja der dritte Stab. Also, ja. Okay, soweit. Ja, also ich denke, das können wir dann so lassen. Hier stand noch ein bisschen was, glaube ich, von der... ob es gefährlich ist oder so? A copy of transcription of... Also das ist nur eine Kopie von anderen Wörtern. Mhm. The phylactery is simultaneously the source of the Lich's greatest power. Also dieses Phylactery, das ist vom dem Lich seine größte Power. Du musst physical weakness take pains to ensure it's. Ja, du musst dann seine Phylakterie da, die musst du dann grapschen. Oh je. Die musst du finden und dann von einem Lich. Ja, von aber was heißt Lich? Lich. Ich kenne die Viecher aus diversen Spielen die sind sehr ungemütlich. Die sind ungemütlich, ist aber so, sieht aber aus wie ein normaler Gegner, nicht, dass es jetzt irgendwie speziell aussieht, ne? Ja, gut. Okay. Part aus dem Argon. Ja, alles klar. Gut. Lassen wir es auf uns zukommen, mehr oder weniger. Die zwei wollten wir uns aufheben, die zwei haben wir gelesen, dann hatte ich hier noch irgendwie so komischen Fetzen von einem fehlerhaften Experiment, genau. Ja. Several sheets of parchment are covered in notations written by a steady, methodical hand. Much of the writing is faded beyond legibility or consists of arcane equations beyond your understanding. A few lines near the bottom of the pile, however, can be deciphered. Thought the gold alloy proved more difficult to work than anticipated. I remain
convinced that once it is rendered sufficiently malleable, it will be an ideal substance from which to construct a phylactery. The heat of the elemental plane of fire should render the magical more pliant. I will use the portal to access that searing inferno shortly first. I must scry a suitable private location there in which to do my work. Ja, er muss also so eine wo steht das nochmal? Was muss er finden? Wurde geschrieben von irgendeiner Methodical Hand, von irgendeinem Wissenden wohl dann. Ich suche gerade das a few lines near the bottom of pile, however can be described. Das Gold, ja, Alloy, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich für Gefäß oder sowas. Nee, das heißt ja anders. Ist ja Wessel, Gefäß oder so ist Wessel. Also das muss, es ist schwerer damit umzugehen, als es aussieht. Okay. Ne? Und du hast ja so ein goldenes Ding gefunden. Ja, ja. Gut. Und wo hab ich denn sowas? Ich könnte ja, warum benutze ich eigentlich meinen Beutel noch nicht hier, wenn Dingens voll ist? Ja, was du verkaufen willst, sollte ja da eben rein. Ne, das war doch mein Plan. warte, was ist das? Ach, das ist die. Ja, das ist, wenn du keinen Baden hast, kannst du die auch, und auch nicht haben willst, dann kannst du die auch verkaufen. Das Ding auch, ja, das ist ja, auch für Baden. Genau. Ich kam halt noch nicht mehr zum Verkaufen. Das kommt erstmal weg. Ich räume mal hier ein bisschen auf, muss ja auch mal sein. Ja, klar. So, das Schwert können wir leider auch nicht gebrauchen, auch wenn es cool aussieht. Der Uncursed-Stuff. Habe ich das bei dem Stuff richtig verstanden, dass der wirklich die Stärke auf 18 trimmt, aber dafür eben Malus beim der Attacke hat, was das Ding total sinnlos macht? Ja, the stuff was little better than a regular weapon. The priest carried was his ability to carry treasure of the subject dungeons. Ja gut, da kann er aber auch mehr durchtragen dann, ne? Stimmt, das könnte er dadurch, ja, das. Aber der Schaden halt, wenn du damit in den Nahkampf gehst, weil bei mir meine kriegen alle das sind alles Fernkämpfer. Mhm. Die kriegen keine. Also klar, ich hab halt die Dungeons und Dragon Regeln im Hinterkopf, ne? Von wegen Skelette und Trolle mit Wuchtwaffen, also haben die alle einen Streitkolben oder sowas in der Art als Zweitwaffe, aber hauptsächlich Fernkämpfer. Mhm, ne? So, ich werde mal John die wichtigen Dinge geben. Das muss ja auch für irgendwas ganz wichtig sein. Das weiß ich gar nicht mehr. Die Flaschen, die sind mir jetzt gerade mal irgendwie ganz aus dem Sinn. Ah ja, okay. Aber die scheinen, also man kann sie wieder trinken. Ja, vielleicht gehen die mit weg, wenn du die Stäbe benutzt. Da unten hast du das goldene Ding. Ach ja, genau, das lesen wir gleich. Und dieses Parchment, was wir gefunden haben, auch. Okay, das sind dann auch die letzten Da, Sachen. Siehst du? Das ist das, was eben in dem letzten Brief stand, dieses über das misslungene Experiment. Das Ding musst du auch bei John hingeben, das ist auch wichtig. Okay, dann gucken wir uns das mal. Warte mal, ich tue das noch zu ihr runter. Ja, klar. So, es ist schon wieder hier in der Unordnung. Ich gebe mir immer so das Mühe, ist ja schon. Aber bist ja schon bei John. Genau. Klar. Gut. So, jetzt tun wir die Flaschen noch dahin und dann gucken wir uns die drei Sachen noch an. Fangen wir mal hier mit an. Also, das ist ja klein. Made of gold-colored lumpy metal. The sides of this box are so uneven that its top cannot fully close. Also die sind ein bisschen verbeult und der Deckel kann nicht zugemacht werden. Mhm. Melted down, it may have some value as a container. It is worthless. Oh. Also das steht das zwar, aber... Okay, mal abwarten, ne? Genau. So, das Tagebuch, dann gehen wir erstmal zu diesem Parchment... All that remains of the wax seal that once contained this ancient parchment secret is a gray stain on its back. On the other side is a letter written centuries ago. Its simple but effective penmanship making the message easy to read despite its age. Dearest Carella, our journey to the Shadow King's outpost has been long and treacherous. Trolls, hobgoblins, gnolls, quarts and quarts, ne? And even gargoyles stood twixt us and our goal,
but we have finally made it across Coastway Crossing. If the map purloined from the Netherus Vampire steers us true, we cannot be far from our goal. So, genau. Even if this venture proves profitable as Walking's beliefs, it will be, in Klammern, I believe that when I see it, and perhaps not even then. There are, Klammer zu, there are many more dangers ahead. No property of the Shadow King will be left undefeated. At a minimum, we are told to expect resistance from all, from a small army of minor undead, which do not concern me overmuch, and lich under the influence of the king's overmind, which concerns me greatly. Once these threats are dealt with, the going should become much easier. Along with the map, the vampire supplied us with a key it claimed opens the door to the Shadow King's inner sanctum. It spoke of a treasure room hidden within, loaded with items of great power and value. I sent this letter to you in the hopes that that it finds you in good health and that we will be together again soon. But however soon that may be, I cannot be soon enough for my taste. Until then, I remain yours. Acta Coldheart. Mhm. Ja, das geht dabei um einen Raum, den es hier noch zu finden gibt. Mhm. Und der ist ein bisschen mit Schätzen voll und versteckt. Aber das hat was zu tun. Warte mal, wo stand das? Shadow King. From a small army. Also die sind da gereist und wurden unterwegs auch angegriffen. Mhm. Eine Army of kleine Armee von Untoten. Okay. Die ihn aber nicht weiter beschäftigt haben. Und dann aber ein Lich, der unter dem Einfluss vom König, der ihn aber groß aufgefallen ist oder so ähnlich, kann man das sagen. Ja, das kann ja lustig werden. Ja. Wie dem begegnen. It was the should be come. Also das geht hier um den Raum und das wird dann, wenn du weitermachst, dann wird das schon kommen. Also okay. Ich will da jetzt nicht im Vorhinein. Ja, natürlich. Ne? Ja. Nur da wird doch schon mal so ein bisschen wissen, was uns erwartet. Also ja. Shadow King und okay, aber Hauptsache ein großer Raum mit Schätzen, das ist das Wichtigste. So, wir haben noch ein Buch. Ich dachte, ich hätte noch so Zettel gehabt, aber das müssen alte Zettel sein. Das muss ich mit früher verwechselt haben. Oder habe ich hier Zettel? Ich gucke gerade nochmal rein. Hier waren noch keine Zettel, oder? Das ist alles noch Deutsch, das heißt, das ist aus dem Grundspiel noch mehr oder weniger. Jetzt reingucken während der Tage. Nee, das ist, das muss ich mit irgendwas verwechselt haben. Ich habe keine. Doch hier. Ah, nee, aber ich dachte, ich hätte sowas Ähnliches mal gefunden. Nee, die Cervex Notes hattest du doch schon gemacht. Die hatte ich schon gemacht. Die da, diese Elvis Notes. Das weiß ich jetzt nicht. Warte mal, da müssen wir mal kurz. Ich meine. Oh, da haben wir ein Wort. Publishing. Weil das kommt mir unbekannt vor. Das wäre für. Warte mal, ich überfliege selbst mal kurz. Ach ja, warte. Ich glaube, wir haben noch nicht alle, ne? Ich habe die 1, 2, 3, 4. Ja, dann habe ich eine Lücke. 5, 6 fehlt. Ja. Aber, wir ziehen das jetzt durch, würde ich sagen. Der erste Part ist halt optional, da lesen wir nur. Damit ich nur so in etwa weiß, um was es da geht, nicht, dass ich da an irgendwas vorbeilaufe. Und im zweiten Part werden wir dann aber ordentlich gemeinsam hier noch questen, wenn es denn klappt. Gucken wir mal rein in die Note One. Schnell mal einen Schluck trinken und dann lesen. Zumindest wir lesen jetzt nur bis dahin, wo die Lücke kommt, würde ich vorschlagen. Also damit wir da. Ja, okay, die ersten vier dann. Mhm. Dear Greenbow Publishing, I write to rectify the confusion in which your last missive was apparently sent. Your reply in regards to my next manuscript, adventuring with all your limbs attacked, both there and back again, is my latest treatise on the adventuring
mage's life. As the greatest first level mage who has ever lived so far, in Klammern, my musings and experiences are of considerable value to both the novice and seasoned adventurer. Not only is my writing style light and entertainment to read, but the contents of my manuscript could save many lives. You understand my confusion? Then, when I receive your reply that your line of comedic tomes was full for this year and to try again in future seasons, please check your informative trade log lineup and respond at your earliest conventions. Ja, sincerely, Alvius Malkanta. Was haben wir da oben jetzt? Ich schreibe dir das. The last message was apparently to rectify my... Ach so, um seine Konfusion zu begründen, würde ich sagen, heißt das. Also ich kann das für mich immer, wenn ich das lese, im Kopf übersetze ich das immer. Das, ne? Geht mir genauso. Das oh, ich aber auch. Das dann wiedergeben, das ist ja, immer... Ja. Ich meine, klar sind da Wörter bei, die ich nicht kenne, ja, klar. Aber im Großen und Ganzen, ne? Also, er schreibt ihn also um seine Konfusion zu begründen. Your reply in regards to my next manuscript back again is my latest treatise. Also seine Rückmeldung auf sein Manuskript da, auf das Textmanuskript da kommt ja der Name Adventuring Mist sowieso. Das ist sein letztes Jahr Treatise, weiß ich jetzt nicht, was er damit meint, Notizen oder was, Abenteuer oder Magier-Abenteurers Leben. As the greatest first level mage who has ever lived, also als einer der ersten als der größte der Low-Level Mage, würde ich jetzt sagen, ne? Also der auch immer gelebt hat. My Mustings sagt mir jetzt auch wieder nichts und seine Erfahrung to boast to the novice and seasoned adventurer. Ja, weiß ich jetzt nicht, was das Mustings da, was er damit meint. Das Mustings sehe ich auch zum ersten Mal. Das ist, ist auf jeden Fall so eine Art, auch wieder so Tagebuch, beziehungsweise so Berichte, die er da... Ich weiß gar nicht, wer der damit Typ ist. Ich ja auch nicht. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich das her habe. Und damit meint er dann auch den Novizen und den saisonalen Abenteurer. Okay. Wir machen einfach mal weiter mit der 2. Das ist die hier. This parchment has been torn at the top. It seems to have been ripped from a larger piece. Ah, okay. Also eine Seite, die wohl von einer größeren abgerissen wurde. Rule 3. Taverns can be of great use for surviving an adventure. Before venturing into that dank tomb of bleak dungeon, visit the local tavern. Buy lots of drinks. Soon your party will be merrily singing and drinking the night away. While they sleep off their excesses, the next morning you can quite leave town. Die Regel gefällt mir mal. Ja, also seine dritte Regel, in der Taverne kann man große Abenteuer erleben oder mitbekommen, ne? Bevor er irgendwo in einen dunklen Dungeon geht, soll er erstmal in eine Taverne gehen und viele Drinks trinken, kaufen und trinken. Und dann wird seine Party singen und trinken, bis die Nacht durch ist, ne? Und wenn sie schlafen, kann er ganz ruhig die Stadt verlassen am nächsten Morgen.
Ja. Rule 4. Some will tell you that second level spells are necessary for a successful career. Don't believe them. With great power comes great responsibility. So, if you stick to first level spells, no one will expect you to stick your neck out into a dangerous situation. Also, some will tell you that, also, da werden ihnen welche erzählen, dass so die Zweitlevel Zauber nutzlos sind, also nutzlos für eine erfolgreiche Karriere sind. Aber glaube ihnen nicht. Mit viel Power kommt auch große Rückmeldung, würde ich so das so übersetzen. So, wenn du an Level 1 Zaubern festhängst, no one will expect you to stick your neck out into a dangerous situation. Ja, keiner will dich, was heißt expect noch? Das wusste. Erwarten, glaube ich. Ach ja, keiner wird erwarten, dass du deinen Nacken, also dass du deinen Kopf irgendwo in gefährliche Situationen reinsteckst. Mhm. Rule 5. A mage is only as good as their robe. Thought you may never rival my exquisite collection of Faerun's finest robes? May, I am too humble. None could rival that collection of finery. You would do well to obtain a quality tailor at the first opportunity. Also ein Magier soll nur so gut sein wie seine Robe, sagt er. Ne? Ja, okay. Das sind ja interessante. Gehen die jetzt so weiter, die Rules? Da ist die 3. Ah ne, das ist wieder was anderes. Okay. A green slime in the hand is worth nothing. And also you now have no hand. Wear gloves at all times. Also ein grüner Schlang in deiner Hand ist nichts wert. Und außerdem hast du dann so keine Hand mehr. Toll. Also das ist so ein richtiger Gefahrenratgeber, ich merke das schon. Ja. A statue is just a potential gargoyle. Also eine Statue kann ein potenzieller Gargoyle sein. Mhm. Carry a statue poking stick and give it to someone in heavy armor. Carry a statue poking? Ja, also eine Statue anschubsen. Mhm. Und dann soll er das irgendwie jemanden mit schwerer Rüstung geben. Sie, die Statue. A pocket full of gold is good. A sack full of gold is better. Ja. Also, but carrying a huge sack of gold makes it hard to run away. So a bag of holding is a good investment. Also eine Tasche voll Gold ist gut, ein Sack voll ist besser. Aber wenn er da mit einem vollen Sack voll Gold losrennen will, das macht's nur schwer. Das ist und dann ist es immer gut, ein Rucksack, also sowas, was du da hast, so einen ordentlichen Rucksack dabei zu haben, genau. Ist dann eine gute Investition. Something about bacon. Your bacon in the fire is bad, but bacon is also delicious. Okay. Also das Essen im Feuer da ja. Grill. Im Feuer ist schlecht, aber es ist auch auf der anderen Seite auch lecker, ne? Ja, das sind echt tolle Weisheiten. Fill the rest of the page. The writing trails off and doodles fill the. Ja, was heißt das Doodles wieder? Fill the rest of page. Keine Ahnung. Also ich gekritzel oder so. Füllt den Rest der Seite irgendwas. Ja. So, dann 4. Haben wir die 4. Ist titelt Advice to a Novice Mage. Aha. Also Novizenmagier. If you are reading this, then you are perhaps a young mage just starting out on your career. You might aspire to the heights of some of the greatest wizards in Faerun. So. Elminster, you think to yourself, Blackstaff Malkanta. No. Not Malkanta, you chuckle at your foolishness. Who could ever compete with the greatest first level mage to have ever lived so far? I am here to tell you that while
In truth, you cannot hope to ever acquire the seasoned and respected name I have made for myself. You can at least hope to reach the plateau from which my shadow seems just slightly less long and chilly as it envelops you. If you follow my advice, you will be well on your way to becoming a second-rate imitation of myself. Ja, das Rule, also Regel 1, there are some that believe taking credit for a job well done is the easiest way to build a reputation. But taking credit for a job someone else did well and is now dead, so they can't contradict you anyway, is in fact more effective. Und da steht wieder irgendwas, der Rest ist genau. Missing. Das ist wieder so ein Ratschlag von ihm über einen Novizenmagier. Mhm. Also auch nichts Besonderes, ja, daraus zu. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir da ein Quest irgendwie herauskriegen. Ich weiß nicht, ob wir diesen Owl Voice, ob wir den jemals vielleicht auch mal kennenlernen oder ob es über das ganze Spiel noch mehr von diesen Notizen gibt. Aber es ist interessant. Also ich finde, der hat irgendwie einen interessanten Humor, der Typ. Ja. Ich werde mal abwarten. Also, wie gesagt, wir haben jetzt die ersten vier gelesen. Es macht jetzt keinen Sinn, die siebte zu lesen. Wenn wir jetzt eine ganz lange Zeit überhaupt keine Notiz mehr bekommen, dann muss ich mich wohl damit abfinden, dass ich die übersehen habe. Und dann werden wir die siebte irgendwann nachtragen, wenn ich mal wieder einen Gast habe. Das lassen wir jetzt aber gut sein. Es gibt jetzt noch diese eine Sache. Ach ja, das habe ich dir gegeben, damit du das einpackst. Dieses eine, was wir noch nicht gelesen haben. Zu guter Letzt, dann haben wir es geschafft. Nämlich das Tagebuch von Gurn Coldheart. Das könnte wahrscheinlich wieder ein bisschen wichtiger werden. An inscription of the inside cover of the small leather journal identifies its owner as one Gurn Coldheart. Also eine Notiz im Einband identifiziert dem Besitzer als Gurn Coldheart, dessen Journal das ja ist. Ne? Ich mache jetzt erstmal den Absatz zu Ende da. Mhm. The lettering beneath the name is only legible after several seconds of study. Written by the same hand as Coldheart's name, it read devoted of Dumasoin before it was violently crossed out, tearing the paper in several places. Gurn Coldheart valued his secrets, the bulk of the journal's entries written in a complex code beyond your ability to decipher. The latest entry, however, was scrawled quickly across the page in the common language of the realms. Must record this quickly before the memory fades. Last night, as I slept, the mind of the Shadow King's Lich touched mine. If it confirmed that we will soon reach the outpost if we continue the dig. When we do, I will go to him and perform a ritual severing him from the Overmind. In exchange, he shall grant me... wo war das jetzt? He shall grant me what I seek. No longer need I live in fear of the sickness ravaging this body. I must push Deep Vein and the others all the harder to continue digging until at last what I so richly deserve is finally mine. Ja, also der hat da was niedergeschrieben. Warte mal, da oben. Komplexes. Was stand da? Das war ein anderer Absatz. Seconds. Das hat ja als, also so, das war the lettering beneath the name is only after several seconds of study. Lettering beneath the name? Also die Buchstaben neben dem Namen sind nur, ja, legible. Was? Wenn man sie ein paar Sekunden lang studiert. Mhm. Geschrieben mit der. Also von derselben Hand wie Coldhearts Name. Liest es sich devoted of Dumasoin, bevor es
Ja. Waren die crossed out? Violent? Nee, Violent ist doch. Nee, warte mal. Das verwechsel ich jetzt wohl. Ist doch Gewalt, ne? Ich Violent? denke auch, ja. Bevor es gewaltsam. Ja, weggenommen wird, sagen, ne? Und Tyrion wird er die in mehreren an wird er die Papiere an mehreren Plätzen platzieren wollte. Ja, er hat seine Geheimnisse versteckt und die Menge von diesem Journals Einträgen, die in einem komplexen Code geschrieben sind. Beyond your ability to decipher. Ja, decipher. Manchmal man liest man Wörter, die, dann guckt man nach, wie heißen die, und, wenn du sie wieder mal 2, 3 Wochen später brauchst, hast du schon wieder vergessen. Genau, ja. Also er muss das schnell aufzeichnen, da vor seine Gedanken jetzt Okay. verloren gehen, ne? Und als er dann in der letzten Nacht geschlafen hat, hat der Lich vom Shadow King sein ja, Gehirn, würde ich jetzt sagen, seine Seele berührt. That we will soon reach out. Und dann, sie hat ihm wohl übermittelt, dass sie später irgendwo. It confirmed that we will soon reach, dass sie den Outpost passieren werden, wenn sie die Grabung fortsetzen. Ah ja, okay. Also es Weil wie. klingt stark danach, dass wir da bald auch hinkommen werden. Ja, das hat auch was mit. Ja, also dieser Shadow King, es wirkt so, als wäre das so unser Boss des Areals, so mehr oder weniger. Befürchte ich, das kann übel werden. Gut, wir sind durch. Hey, wir haben es geschafft. Jetzt Ja. ist erstmal wieder für so 10 bis 15 Ja, wie Parts keine gesagt, ne? Lesestunde mehr. Du kennst das selber, man liest das, dann übersetzt das Hirn das für einen, Ja, und wenn man ja. das aber wiedergeben soll, dann ist das irgendwie so halbwegs weg, ne? Genau. Ich tue mir da auch relativ schwer, deswegen bin ich ja immer froh, wenn ich einen Was ist Gast dir habe, dieses der mir Mal da ein passiert? bisschen behilflich ist. Ja, mit der Aussprache, das geht ja alles. Also, da habe Ja. ich ja nicht so die Probleme, Ja, ne? ich meine, letztendlich zählt ja eh das eigene Verständnis und die Zuschauer, die meisten Zuschauer können das ja dann auch für sich lesen und verstehen. Ja. Aber es gibt halt auch einige, die verstehen es halt gar nicht, und da will ich es halt wenigstens, auch wenn es ein bisschen nicht, so, ich sag mal, so flüssig halt kommt, will ich das trotzdem irgendwie wiedergeben, und sei es dann halt auch mit einem Gast dann gerne. Stimmt. Ja, was wollt Und ja, ihr? das haben wir jetzt gemacht. Für die, wo das eh alles klar ist, sie konnten es ja eh überspringen. Den werde ich auch als optional deklarieren, diesen Part. Den nächsten Part allerdings, da werden wir voll reinhauen, da dürft ihr euch drauf freuen. Und deswegen sage ich einfach mal bis morgen und tschüss. Tschüss.